So, pünktlich um 8, wie angekündigt, Radio Bulli live mit Anne vom Weißen Haus, Peter vom Weißen Haus und meiner Wenigkeit Robert vom Radio Bulli. Tja, besondere Zeiten bedarfen halt auch besondere Projekte. Ich sag mal so, Kontaktbeschränkung, Mundschutz, Schule zu, Verein zu, Böllerverbot, also irgendwie Corona betrifft uns alle und ist halt auch irgendwie ein bestimmtes Thema für uns alle. Aber Krisenzeit heißt halt auch Potenzialentfaltung und da entsteht auch viel Kreativität. Zeit für Neues und Interessantes, oder? Peter? Peter, ich denke das genauso. Ich denke das genauso wie Robert. Wir sind ja jetzt bereits schon wieder seit 2 Wochen mehr oder weniger abgenabelt von der Welt, von unseren Jugendlichen, von unseren jungen Erwachsenen, mit denen wir sonst eigentlich sehr, sehr viel zu tun haben. Im Prinzip die ganze Woche über auf unserer Skateranlage, in unseren Räumen, überall. Und keiner kann uns mehr besuchen. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden und keiner kann mehr rein. Und natürlich haben wir da gesagt, okay, was können wir machen? Und da haben wir gesagt, was ist unser wichtigster Tag der Woche, das ist der Mittwoch, und deswegen sind wir heute hier und haben das Projekt Radio Bulli live für euch, für uns, einfach um gemeinsam Kontakt zu halten und damit wir alle im Prinzip irgendwie aufeinander zugehen können und wir auch persönlich einfach den Kontakt weiterhin zu euch halten können. In irgendeiner Form haben wir uns gesagt, müssen wir das versuchen, und da haben wir gedacht, wir nutzen genau diese Plattform. Ja, und ihr seht, wir haben ja nur Kosten und Mühen gescheut, wir haben uns ein unglaublich gutes Studio eingerichtet. Wir haben die beste sozialpädagogische Technik, die man so bekommen kann. Benni, danke vom Noteingang, der hat uns einiges geliehen und uns gut beraten. Und wir sind natürlich keine Medienprofis oder Nachrichtensprecher, also wir müssen das auch noch ein bisschen üben. Aber ich denke, zur 1000. Sendung sind wir dann vielleicht Grimme-preiswürdig. Keine Ahnung. Ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen unterhalten und aber auch ein paar Infos durchgeben, oder? Peter hat auf jeden Fall schon einiges vorbereitet, um euch mal zu zeigen, was so möglich wäre mit Radio Bulli live. Achso, und apropos Technik, wir verfolgen natürlich, wer jetzt hier alles so zuguckt, wir verfolgen uns selber, damit wir euch sehen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer wieder schreiben und gucken dann, ob wir da auch irgendwas drauf eingehen können. Da seid ihr ja wahrscheinlich dann noch mehr Profis als wir. Wenn ihr euch Fragen stellt an uns, dann stellt die hier rein, wir versuchen die zu beantworten. Und wer das nicht schafft oder das erst später sieht, später einschaltet, der kann das auch nachher noch in der Story sehen. Uns geht es einfach darum zu sagen, okay, Kommunikation ist uns wichtig. Kommunikation in 2 Richtungen. Die eine Richtung, dass ihr mit uns kommunizieren könnt und wir aber auch mit euch. Und um das alles so ein bisschen interessant zu gestalten, auch für viele Leute einfach zu sagen, okay, da gucken wir einfach bei Radio Bulli mal rein. Wollen wir natürlich auch mit verschiedenen Themen Aufmerksamkeit erregen, beziehungsweise Aufmerksamkeit erregen ist Quatsch. Wir wollen eigentlich bestimmte Themen vorstellen, wir wollen Leute interviewen, wir wollen Freizeitangebote publik machen, vorstellen. Wir wollen unsere Jugendtreffs der Jugo Kosmisch einfach, die in Radio Bulli existieren und vielleicht auch noch den oder anderen, den es gibt, einfach vorstellen. Die Leute, die dahinter stehen, die dort arbeiten, mit denen in Kontakt treten, dass diese auch, wie die sich in dieser Zeit jetzt im Prinzip bewegen. Wir wollen in verschiedene Radio-Bulli Institutionen gehen, vielleicht mal das Sozialamt, den Bürgermeister mal befragen, vielleicht in die Landesbühne. Also das sind alles Dinge, die haben wir vor, und die könnt ihr dann natürlich auch bei uns im Prinzip bei Radio Bulli Live einfach mittwochs von uns erfahren. Natürlich sind wir auch offen für Themen, die euch interessieren. Also wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt mal, keine Ahnung, dann sind wir genau die richtigen Leute, dann werden wir der Sache auf den Grund gehen, auch wenn es was gibt, was euch stört. Wie auch immer, gebt es uns durch, sagt uns Bescheid, und alles, was in unserer Macht steht, werden wir versuchen, dann eure Fragen einfach auch in einer gewissen Zeit, die ihr uns lassen müsst, einfach natürlich auch zu klären. Ja. Also ihr seht schon, heute ist große Vorstellungsrunde. Nichtsdestotrotz, ich könnte jetzt hier allen zuwinken, die so zugucken. Das mache ich jetzt mal so. Unsere Technik wird noch ein bisschen ausgebaut, das wird alles noch ein bisschen umfassender, und wir haben dann vielleicht irgendwann mal ein paar andere Gesprächsleute da, vielleicht wollt ihr auch mal mit dem Weihnachtsmann sprechen. Ansonsten, wenn ihr denkt so, boah, langweilig, dann
können wir natürlich auch mit euch, wenn es wieder geht, Aktionen draußen machen, auf der Straße. Früher hieß das mal Flashmob. Wir sind halt alt genug, wir wissen auch, was es ist. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann können wir das auf jeden Fall mal probieren, weil das waren eigentlich ganz coole Aktionen, die man jetzt mit der ganzen coolen Technik eigentlich auch ganz gut festhalten kann. Also in Sachen Flashmobs sind wir natürlich ganz weit vorne, da haben wir natürlich auch bestimmte Vorstellungen schon. Wir haben Sachen, die wir gerne mit euch umsetzen wollten. Würde ich jetzt im Moment noch nicht näher dazu eingehen, aber ihr wisst, wir wollen das auch gar nicht so lange rauszögern. Ich denke, so eine Flashmob-Geschichte, damit werden wir im Januar starten und werden euch einfach dann auch zur rechten Zeit sagen, jetzt soll es losgehen. Und dann suchen wir Leute, suchen wir eure Unterstützung natürlich, weil das lebt natürlich nur mit euch. Einfach auch in der Stadt, ob Ost, ob West, einfach auf Jugend, junge Erwachsene einfach aufmerksam zu machen. Das ist unser Ziel und das ist unser Plan. Ja? Ja. Wir brauchen die Stimme. Und die Stimme, die sind wir, aber die sind wir nur alleine, wenn ihr nicht mitmacht. Wenn ihr mitmacht, sind wir eine große Stimme. Und eine große Stimme ist immer mehr wert als eine kleine Stimme. Ja, das war jetzt sehr philosophisch. Ich bin ein Philosoph. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten, wir sind kurz vor Weihnachten. Und normalerweise wäre hier jetzt, wir sind jetzt hier im Weißen Haus, der eine oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben, war auch immer mal eine Veranstaltung, unter anderem die legendären Vor-Silvester-Faction. Und natürlich auch andere Projekte, beziehungsweise andere Sachen. Und da haben wir allen was vorbereitet, weil einige von euch werden jetzt zu Hause sitzen, die meisten wahrscheinlich. Und wir haben gedacht, dann bringen wir euch das einfach jetzt mal nach Hause und nehmen euch mit, wenn jetzt nicht schon irgendeine Frage reingekommen ist, ich glaube nicht, zumindest sehe ich nichts, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, wir nehmen euch mit, das kann man ja, wir haben tolle Technik und dann gucken wir mal, kommt mit, draußen muss man eine Jacke anziehen, ganz klar, es wird Winter. Also ihr seht, Jacke anziehen. Alles noch da. Jetzt sieht man wahrscheinlich nichts. Komm mit. Wir verfolgen euch auch weiterhin. Ja. Oh, es sind ein paar online. Sehr gut. Ich winke euch allen zu. Ihr hört es vielleicht schon. Ja, wir haben uns einfach gedacht, eine kleine Aktion zu Beginn des Radebully Live Projekts, ein kleines Lagerfeuer. Ihr seht, wir versuchen den Abstand einzuhalten. Wir haben natürlich auch Maske auf, hatten wir auch drin. Abstand halten ist in dieser Zeit wirklich eine wichtige Sache. Wenn ich das mal einbringen kann, es wurde geschrieben, es ist dunkel, ja, es ist dunkel. Und nein, wir gehen keine gemeinsame rauchen, oder Anne, willst du rauchen? Es macht sich halt schlecht mit Mundschutz, aber wir haben gedacht, hier, Feuer. Wir dachten, wir bringen mal ein bisschen Wärme zu euch nach Hause, ins Zimmer, ins Handy, in wo immer ihr gerade seid. Weil das haben wir eigentlich Weihnachten rum hier regelmäßig jedes Jahr gemacht. Feuer. So sieht's aus, Robert. Jetzt sag mal was zum Projekt. Und jetzt sagen wir mal was zum Projekt. Ja, ich habe hier nämlich was einstecken. Ich muss hier mal mein Handy halten. Hatte ich auch Zettel? Ja. Wo sind die? Das ist ja. Ganz sind hier drinne, ja? Oh nein! Warte, ich gehe mal kurz. Übrigens, hallo Anne, hier sind Moritz und Jakob. Oh, liebe Grüße zurück. Ja, sehr gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Haltet durch. Genau. Es wird wieder besser. Das machen wir alles für euch. Und ich würde mal sagen, ich habe hier so Zettel. Ich komme näher. Warte. Das war jetzt Peter. Muss ich weiter weg? So, guck mal. Wir haben hier so Dinge. Wir haben ja aufgeschrieben und entweder wir hauen die ins Feuer oder wir nehmen die für Radebully Live als Thema mit ins nächste Jahr. Und das ist Abstand halten. Das müssen wir leider noch ein bisschen mitnehmen. Daran müssen wir uns noch ein bisschen halten, aber dann wird es besser. Was habe ich noch in meiner Tasche gehabt? Kontaktbeschränkung, das wäre natürlich... Ich sag mal so, es nervt uns alle, aber wir schaffen das.
Das haue ich auf jeden Fall schon mal vorsorglich ins Feuer. Was habe ich hier? Sieht man das? Warte. Jugendgerichtshilfe? Ja, der ein oder andere hatte vielleicht schon mal Kontakt. Ich würde mal sagen, das stecke ich mal ein, das nehmen wir mal als Thema mit. Vielleicht finden wir da was. Was habe ich noch als Thema? Oh! Könnt ihr es lesen? Ich würde das mal nie ins Feuer werfen. Darauf machen wir auf jeden Fall mal einen Beitrag. Und mein allerliebstes Lieblingsthema für die meisten wahrscheinlich, da finden wir schon auch einen coolen Beitrag. Denkt dran, wer Ideen hat, der schreibt uns. Oder wer mal mit hier rein will zu Radio Bulli Live. Also ihr Lieben, ich habe hier auch was Schönes aufgeschrieben und zwar Langeweile. Kommt natürlich sofort ins Feuer. Das braucht kein Mensch. Aber weg hier. Zack. Aber weg die Kacke. Isolation genauso wenig. Wir brauchen Zuneigung miteinander. Langeweile war gestern. Genau. Jetzt gibt's Radio Bulli Live. Das ist was für mich, Hygieneplan. Ich liebe es. Zu putzen kommt natürlich sofort ins Feuer. Auch wenn er wichtig ist. So, weiter geht's. Über Liebeskummer können wir jederzeit sprechen, wenn euch das bewegt. Ich würde es mit aufheben wollen. Unter anderem auch Prüfungsangst und Schulstress. Gerade jetzt für die Zehnten. Die heben wir auf, wir sprechen drüber. Wollen wir da mal einen Schulleiter einladen? Das wäre doch mal was, oder? Den stellen wir mal alle Fragen dazu, wie wir das hier hinkriegen mit den ganzen Prüfungen nach der ganzen Soße. So! Bitte. Wir wollen uns mit verschiedenen Sport Vereinen Radeball beschäftigen, unter anderem auch mit dem Football. Das wäre natürlich eine coole Sache. Das werden wir auf jeden Fall nie ins Feuer schmeißen. Da bleiben wir dran und hoffen, dass wir da ein paar interessante Gesprächspartner bekommen. Flashmob, haben wir schon gesagt, da warten wir auf euch und dass ihr bei unseren Aktionen mit dabei seid und es raustragt und noch mehr Leute, auch die heute nicht zugucken, auch die in den nächsten Wochen nicht zugucken werden, einfach denen zu sagen, wenn unsere Aktionen starten. Graffiti, ganz klar. Graffiti, legal, illegal, scheißegal, nein, Quatsch. Wir müssen wirklich gucken, dass wir euch, wenn es interessiert, einfach mal das Graffiti einfach deutlich näher bringen. Querdenken, jeder hat seine Meinung dazu. Für uns ganz klar, Querdenken kann weg, was nie bedeutet, dass man nie einfach über die Dinge, die einen im Leben beschäftigen, wirklich nachdenkt. Aber Querdenken ist Quatsch. Und was noch ins Feuer kommt, ist Partyverbot. Das ist das richtige Scheiße. Aber ich denke, sobald das wieder geht, werden wir wieder mit maximal 10 Leuten feiern. So, Kamera, komm mal her. Komm mal her. Sieht man hier noch das Feuer? Ist das noch drauf? Kommt mal näher an das Telefon. Ja, so jetzt sehe ich euch hier. Also ein paar habe ich schon gesehen, die sich freuen, uns zu sehen. Ja, die Frage war, geht's uns gut? Auch uns geht's gut. Wir hoffen natürlich, euch geht's gut. Und ihr kommt gut mit der ganzen Situation zurecht. Wer halt nicht, der weiß oder soll wissen, dass wir und meine Kollegen, die ja auch gerade zugucken, vom Schuhclub Ratskeller, wie ich sehe, die Maria vom Stadtkind, zumindest sind es die, die ich jetzt gerade sehe, Elke vom Jugendclub. Also wir sind alle für euch da. Wir sind auch medial mittlerweile ganz vorne dabei, sodass wir halt euch immer auch irgendwie ansprechbar sind, oder? Absolut. So, das war jetzt auf jeden Fall unsere Aktion. Und ich glaube, wir können jetzt irgendwann mal ein bisschen das Feuer wirken lassen. Und wenn hier noch was reinkommt an Fragen, an Meinungen, dann können wir darauf noch eingehen. Ansonsten lassen wir das jetzt mit dem Feuer einfach mal ein bisschen wirken. Oder also, habt ihr noch was Nettes? Ich hätte noch einen Filmtipp abzugeben. Nie Aschenputtel, sondern Die Eiskönigin würde ich euch empfehlen. Für Weihnachten. Was ist das denn für Scheiße? Ja,
Nee, keine Frage. Das kann man mal machen. Also, so, gehen wir rein, setzen uns noch kurz, machen ein Abschlusswort und dann sind wir mit der ersten Sendung Rodde Bulli live durch. Für heute erstmal durch. So machen wir das, auch wenn es eigentlich hier jetzt schön warm ist. Das muss können ich mal wir sagen. Ja reinnehmen. Nächstes Jahr machen wir das wieder alle hier. Genau, zur Wintersonnenwende. Mit Bratwurst. So, dann kommt mal mit. Zeit verzögert. Wie wir gelernt haben mit 15 Sekunden. Ja, Maria, jetzt bräuchten wir die Taschenlampe. Und den Akkuschrauber. Und Pilze. Ja, komm mit rein. Wir wissen auch, wie es geht. Auch wenn gerade keiner hier rein darf. Hier zur Untermauerung meines Filmtipps. Ne? Was ist das denn? So, also heute war es einfach mal die Vorstellung, kein großer Inhalt. Ihr wisst, wir haben Bock, auch mal jemanden einzuladen. Wir haben auch Bock, mal euch einzuladen, dass ihr über Dinge sprecht, die ihr durchgemacht habt, die euch am Herzen liegen, wie auch immer. Merkt euch einfach, jeden Mittwoch, 20 Uhr, da, dort, hier, bei Instagram. Oder, wie manche sagen, Insta-Kilogramm. Ansonsten, ja, danke fürs Zugucken. In diesem Sinne, es hat uns sehr gefreut. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Seid gesund. Und wir sehen uns nochmal vor Weihnachten. So machen wir das. Bis dahin. Ciao.